Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Überschrift ist etwas polarisierend, da werde ich auch einige Dislikes mit Sicherheit einfahren, obwohl ich wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie begonnen habe mit dem Text, direkt erstmal disliken, dann Video schauen. Aber okay, so ist es bei diesen Überschriften, bin ich selbst dafür verantwortlich. Aber ich wollte einmal ein Video machen, wo ich wirklich so mal so viel transparent reinbringe, wie mir möglich ist. Und wenn ihr dann irgendwie Fragen habt das nächste Mal, welches Auto hast du dir bestellt, was ist das, wie ist dieses VIP-Programm oder was, dann verlinke ich einfach nur noch auf dieses Video. So, zuerst einmal, ihr habt es gerade ein bisschen rausgehört, ich bin in einem, nennen wir es mal, Markenbotschafter-Programm. Und da ist es so, ich kriegt das Auto nicht gestellt oder geschenkt. Ich bezahle ganz normal dafür, aber man hat hier und da ein paar andere Konditionen. Und das ist auch der Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, warum ich Autos wähle, die dann schon ein bisschen krasser sind. So, weil ich einfach die Möglichkeit dazu habe und ja, die nutze ich dann auch irgendwie. Des Weiteren, was ihr wissen müsst, ist, es ist ein Leasing. Also es ist nicht irgendwie gekauft und es ist kein Geschäftswagen. Also es hat mit der Firma relativ wenig zu tun. Es ist mein privates Auto sozusagen. Also es läuft über mich und nicht über die Firma. Ja, also das erstmal so am Rande. Und bei mir ist es so, in diesem Programm mit Mercedes muss ich alle 6 Monate ein neues Auto wählen. Muss, ja. Kann, darf. Es ist wirklich manchmal auch ein bisschen komisch, weil ich bin mit dem, den ich jetzt habe, mega zufrieden und dann muss ich aber einen neuen wählen und so weiter und das ist dann schon so, ah. Aber okay, ne, hat auch Vorteile. Ich bin jetzt schon einige Autos gefahren und ich nutze das auch irgendwie, um mal so ein bisschen zu testen, zu probieren. Und bei dem Auto jetzt habe ich euch gefragt, ich habe wirklich in einem Livestream gefragt, welches Auto soll ich als nächstes bestellen? Und 2 Autos wurden eben genannt, öfter genannt. Und ich sage euch, welcher das es nicht geworden ist. Das ist dieser Jeep da, G-Klasse, glaube ich. Der ist es nicht geworden, einfach von der Fahrweise her. Ne? Ich bin auf, klar, der steht auch irgendwie für Business und so weiter. Aber ganz ehrlich, vielleicht werde ich den irgendwann auch mal holen. Aber hat mich optisch dann doch nicht so angesprochen. Und deswegen haben wir uns für einen anderen entschlossen. Und ich muss ablesen, weil ich kann mir das alles gar nicht merken. Was für einer ist das jetzt? Mercedes AMG GT 43. So, also der ist es geworden. Und den habe auch nicht ich zusammengestellt. Den hat der Danny, wahrscheinlich mit Robert zusammen, aus meinem Team zusammengestellt. Wir gucken uns den jetzt mal an. Das ist er. Und ich habe mich tatsächlich mal für weiß entschlossen. Einfach mal ausprobieren. Ne? Es sind ja nur 6 Monate. Also es sind ja nur 6 Monate. Aber der hier ist es geworden. Und als mir Danny den so geschickt hat, habe ich schon so gedacht, krasses Teil, krasses Teil. Ich war nie so ein großer Fan von viel PS oder wie auch immer, aber den ich jetzt habe, der hatte halt auch schon einiges an PS, ich weiß gar nicht wie viel, 300 oder 400, ich weiß nicht mal, was für ein Auto ich jetzt fahre, ich glaube ein CLS. Fahre ich ein CLS? Davor war es eine E-Klasse, egal. Also, und wenn man dann einmal bisschen mehr PS hatte, der hat jetzt auch, wie viel hat denn der? Ja, 367, also es gibt noch krassere Autos, ne? Aber mir hat er einfach optisch gefallen und was ich auch unbedingt mal haben wollte, war hier, eine andere Innenausstattung, ne? Also alle anderen Mercedes sind anders hier gebaut und ich wollte einfach mal den hier haben. Ja, und wo ich auch voll drauf abfahre, ist dieses Widescreen hier. Genau. Und Innenausstattung weiß. Leute, ich weiß nicht, ob ich später alles bereuen werde, aber wie gesagt, es sind 6 Monate, mal ausprobieren. Genau. Also, um eure Frage zu beantworten, der hier ist es geworden. Jetzt ist es so, dass, und da will ich auch ganz offen zu euch sein, habe ich natürlich auch ein bisschen gegrübelt. Boah, Alter. Hat man es gesehen, was er kostet? Wo liegt denn der? 127.000 Euro, ne? Auch wenn ich jetzt den lease, es sind monatliche Ausgaben, muss das sein? Nein, es muss nicht sein. Es muss überhaupt nicht sein. Und ich war echt am Grübeln. Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt geben wir nochmal 6 Monate Gas. Und
wenn sich was ändern sollte, dann hole ich mir irgendwann einen ganz kleinen Wagen. Hätte ich auch kein Problem mit, ne? Aber wie gesagt, die Zeit ist gut so. Ich gönne mir privat überhaupt nichts, wirklich gar nichts. Also von dem her, das ist das Einzige, was ich mir gönne. Und ich bin guter Dinge, wenn der Wagen in 6 Monaten ankommt, dass ich dann auch wieder ein bisschen rumkomme. Also im Moment mit dem, den ich jetzt habe, ich bin 1 Monat so gut wie nicht gefahren. Also das ist wirklich verbranntes Geld. Eigentlich brauchen wir gar kein Auto im Moment. Deswegen hoffe ich schon, dass in 6 Monaten die Zeiten wieder besser sind, dass man auch ein bisschen rauskommt. Und es ist wirklich so, ich weiß nicht, andere sagen immer, wenn sie ein krasses Auto haben, dass nach einiger Zeit das Gefühl weggeht und es nicht mehr besonders ist. Also ganz ehrlich, vielleicht liegt es daran, weil ich 35 Jahre lang keine geilen Autos gefahren bin. Also jedes Mal, wenn ich ins Auto einsteige, ist das jedes Mal geil. Das ist jedes Mal geil. Also bei mir hört es nicht auf irgendwie. Ich schätze das total. Aber ich sag's nochmal, ich bin nicht so dieser Freak. Als ich den letzten Wagen bekommen habe, und der ist auch schon krass, ich habe den also abgeholt bei Mercedes und bin nach Hause gefahren und habe ihn abgestellt, weil ein Call of Duty Update rausgekommen ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe PlayStation gezockt. Und ich bin mir sicher, die meisten werden erstmal mit dem Auto gefahren. Und ich hatte den dann ein paar Wochen lang und hatte immer noch nur irgendwie 150 Kilometer drauf oder so. Also das, ich bin ja jetzt nicht so der Freak. Ja, aber ist halt schon irgendwie geil. Ihr könnt ja gerne mal posten, wie ihr so auf Autos steht, seid ihr Autofreaks, verurteilt ihr das, dass ich mir jetzt so einen Wagen hole, und immer dran denken, ne, privat, nicht Geschäft, verurteilt ihr das trotzdem oder sagt ihr, gönn dir, und Leute, lasst uns hier keine Markenschlacht machen. Ich bin jetzt halt bei Mercedes, weil ich da reingerutscht bin und bin da mega zufrieden, also geile Autos, aber ich bin auch schon andere Marken gefahren, die sind auch geil, ne? Also das soll keine Markenschlacht werden, aber postet gerne mal, wie ihr darüber denkt. So, ne, Autos. Also es ist definitiv keine Investition, es sind Kosten, ne? Also es ist reiner Luxus, es hat nichts mit sinnvoller Investition zu tun. Klar, man investiert auch ein bisschen in Sicherheit und Fahrgefühl, aber ja, Luxus, ganz klar, braucht man nicht unbedingt. Aber schön, wenn man es hat. So, in diesem Sinne, Freunde, das ist die Antwort auf die Fragen, welches Auto habe ich mir geholt. Es dauert noch eine Weile, ne? Der ist jetzt nicht da, der wird jetzt gebaut. Also ich schätze mal, in 5 bis 6 Monaten habe ich ihn erst. Und bis dahin muss oder darf ich noch mit meinem alten fahren. So, Freunde, wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video.